Bögen wird man immer mal wieder brauchen. Dann kaufe ich mal den Bogen und ein paar Pfeile dazu. Ein paar. Ein paar halt, ne? So, das heißt, ich werde jetzt den Bogen mir mal da hinlegen. Was hast du noch zu bieten? Schutz gegen Projektile, gegen Feuer, gegen Frost, jeweils 20. Was habe ich an? Yep. Ich sollte vielleicht mal meine Rüstung erneuern. Ja, ich wollte es so machen. Boah. So, mal kurz nackig gemacht und dann verkaufen wir die alte mal. So. Wir sind sexy. Was haben wir denn hier? Oh, das erhöht unseren Schaden mit Feuer bzw. Frost, je nachdem, welche Kerze wir ausrüsten. Süß. Macht ihr auch unterschiedliches Licht? Ich nehme mal von jeder eine mit. Okay. Haben wir noch irgendwas, was wir loswerden wollen? Zum Beispiel das da. Schwertstufe 7, 174. Dann haben wir noch ein Schwert, falls wir mal wieder mit dem Schwert kämpfen wollen? Ich glaube nicht. Wir haben eine Stangenwaffe. Hier haben wir noch eine Stangenwaffe. 85, 128. Die verkaufen wir mal. Das da kann auch weg. Hat die uns nur die eine Kerze kaufen lassen, oder was? Ach nee, da ist die andere. So, da können wir mal das hin und her switchen, das Feuer. Noch irgendwas verkaufen oder lieber nicht? Doch, das ist ein Schwert mit 130. Ha. Haben wir schon eine Stufe und Schwerter? Drei. Behalt mein Zeug mal. Noch können wir es uns leisten. Ist das gut oder ist es nicht gut? Bücher nicht anfassen. Oh mein Gott! Da leicht auf die Fresse gerade. Ja, da lohnt sich das mit dem Bogen, ne? One-Hit. Bogen lohnt sich auf jeden Fall. Der Bogen ist schon ein bisschen heftig. Was, ich kann eine Menge Papier. Achso, ja, das ist ein Standardspruch, was das angeht. Wegen des Verstümmlers. Okay. Wegen des Verstümmlers. Schauen wir uns das doch mal an. Zusätzlicher Schaden mit Schwertern, Dolchen und Äxten. Ich zieh mal an. Ring der Präzision des Barbaren. Krit mit Streitkolben und Äxten. So.
glaube, wir haben ja alle getötet hier. Dann können wir mal. So. Jo. Jo, ne. Sonst ist ja nichts weiter. Oder habe ich irgendwas übersehen? Eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht. Glaube ich. Hier kann ich aber noch Licht anmachen. Und hier. Ah, okay. Das waren jetzt alle Lichter. Sehr schön. Ich tue mal meinen Frosch kurz, damit das nicht wieder so viel Geld kostet. Oh mein Gott. Die sind ein bisschen. Hat er gerade meinen Frosch gewonnen hittet? Frosch gewonnen hittet. Der hat meinen Frosch zerstört, ne? Das ist nicht so cool. Das geht doch nicht. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Ich hol mal lieber meinen Pfeil und Bogen raus. So, schon erledigt. Kurz und schmerzlos. What the f? Ja, nee, ist klar. Ich komm da nicht hoch. Gott. Icy ist schwer beschädigt gewesen. Ich hab der Langsamkeit. Ja, das. Nee. Obwohl, mal gucken, wie viel Schaden ich bei den Viechern mit dem Bogen mache. What the? Ja. Oh, nee. Das sind also drei? Ich schieß mehrere Pfeile gleichzeitig ab. Icy. Ist da irgendwie eine Wand im Weg oder was? Ich glaube schon. Oh nein, ist so eine Tür. Ich habe noch nie so eine Tür gesehen. Das ist echt eine Wand. Ich glaube, du musst durch die Tür. Nein, muss ich nicht. Ich gehe jetzt links. Achso, da geht's auch noch lang. Ja. Ich kann mich einfach hier durchschummeln. Also zumindest an den einzelnen Abschnitten vorbeischummeln, indem ich sage, nö, ich gehe da nicht hin. Die Musik ist scary. Ich höre sie ja leider nicht. Oh! Wollte nicht stören, sorry. Ring des Schutzes der Elemente. What? Schutz gegen Feuer und Schutz gegen Frost. Das könnte ich gut eintauschen gegen Schaden mit Streitkolben. Moment. Die Wand noch auf Geheimgang überprüft. Ach, wirklich? Na gut. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet irgendwie. Na okay, ich muss aber mit dem Geister links noch reden. Mann, es ist eine lange Zeit her. Du hast dir Zeit gelassen, um hierher zu kommen, junger Fremder.
Das ist, weil ich einige Zeit in den Gärten verbracht und einen kleinen Baum beschnitten habe. Und du, was tust du hier? Ich suche nach meinem Namen. In der Bibliothek? Vielleicht gibt es einen Zensus der Leute, die diese Burg betreten haben. Es gibt eine magische Schriftrolle, welche die Namen aller Kreaturen enthält, die an diesem Ort starben. Jedes Mal, wenn jemand stirbt, erscheint sein Name und sein Gesicht auf ihr. Mein Name sollte drauf sein. Ich sehe, dass du sie noch nicht gefunden hast. Zu meinem Unglück ist diese Schriftrolle sehr gut in dieser Bibliothek versteckt. Nun, wenn ich sie finde, werde ich versuchen, deinen Namen zu lesen. Danke, Fremder. Sollen wir jetzt echt jedes Nee. Regal untersuchen oder was? Das wird spaßig. Das wird Aha. vielleicht auch die Bücher, die auf dem Tisch liegen, ich. Okay, die nicht. Ich Gut. glaube, das hätte der Geist, glaube ich, sofort gefunden. Hoffe ich. Das ist wahrscheinlich das, was er schon durchsucht hat. Schon. Hat er nicht genug. Was ist das? Bild. Was bist du? Bild, das ist Deko. Da bin ich mir nicht so sicher. Deko tötet nicht. Ich glaube, das tötet, wenn wir da lang gehen. Denkst du auch wirklich, dich tötet alles in dieser Burg, oder? Ja, ziemlich. Ziemlich, ja. Alles hier ist drauf aus, mich zu töten. Ich glaube, das ist langsam nach dem nächsten Speicherpunkt, oder? Das ist mir alles so unangenehm hier mit den ganzen Monstern. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Stirb. So. Wir haben nur noch wenige Boah. Minuten, ne? Boah. Was, Ich sag, wir haben nur was? noch wenige Minuten, weil ich, deswegen gehen wir jetzt Ah. speichern. Weil ich muss ja so aufnehmen, dass ich anständig cutten kann. Das macht Sinn. Ja. Deswegen. So, was machen wir denn beim nächsten Mal? Beim nächsten Mal, oh Gott, sollten wir mal den ganzen Krempel hier ausleuchten? Oh ja. Und du solltest oben rechts zu dem Speicherpunkt-Ding jetzt mal kommen. Ja, guck mal, wir waren schon fast da, ne? Außerdem ist das kein Speicherpunkt, sondern es sieht nur aus wie ein Speicherpunkt, weil gerade der in der Mitte halt gerade zufällig ein Speicherpunkt ist, aber die goldenen Dinger geben uns normalerweise Quests. Ah, Ja. okay. Dann so ein Questteil. Sorry. Genau, und dafür kriegen wir dann wiederum Schlüssel für den nächsten Abschnitt. Ja. Also. Gut, das war's dann für heute. Und ansonsten. Freut euch schon auf den nächsten Part. Also, wenn ihr das hier seht, an dem Tag, wo ich das hochlade, gibt es den nächsten Stream. Wieder mit ein Dreiviertelstunde, damit es wieder wunderschöne 7 Parts werden. Und vielleicht ist Rompe auch wieder mit dabei. Komm noch mal. Vielleicht will er sich dann auch nicht so arg spoilern lassen. Und weil er ja selber noch spielen möchte. Wer weiß, Werden wer wir mal weiß. schauen. Okay, alles klar. Bis dann. Tschüss.